Als Pianist verabscheut er die Welt der Manager, Journalisten und des Publikums. Der Musikkritiker Joachim Kaiser schrieb über ihn: Er ist noch kräftiger und jünger als Arthur Rubinstein, noch nobler und stilsicherer als Claudio Arrau, noch rhythmischer und intelligenter als Friedrich Gulda und gewiss technisch so perfekt wie Wladimir Horowitz. Sein Name: Arturo Benedetti Michelangeli, Italiener, Jahrgang 1920, der weltwohl eigenwilligster Konzertpianist. Niemand weiß, ob er seine Termine auch tatsächlich einhält. Sein letztes Solokonzert in Berlin 1965 sagte er kurzfristig ab. Heute Abend nun gastiert er erstmalig wieder in der Philharmonie. Auf dem Programm Clementi, Schumann, Ravel. Während einer Probe, Benedetti Michelangeli begann mit Edvard Griegs Wiegenlied, fand sich die seltene Gelegenheit zu einem kurzen Interview. Welche Bedeutung hat für Sie technische Perfektion? Die Bedeutung ist die, dass man mehr Musik machen kann, je mehr technisches Material zur Verfügung steht. Sie haben viele Schüler. Betrachten Sie sich mehr als Pianist oder als Lehrer? Ich betrachte mich ehrlich mehr als Musiker. Ich habe und hatte viele Schüler. Welche sind Ihrer Meinung nach die wesentlichsten Voraussetzungen für einen Pianisten? Die Voraussetzungen, um ein guter Musiker zu sein, bedeuten eine gute Vorbereitung und natürlich eine Veranlagung.